Wir müssen jetzt mal ganz kurz an dieser Stelle aber was Wichtiges besprechen, Benjamin. Wir müssen mal unterbrechen. Wir müssen echt unterbrechen, richtig unterbrechen. Richtig unterbrechen, okay. Aus dem Drive, aus dem Redefluss heraus, weil es gibt was ganz Wichtiges jetzt mal anzukündigen, zu zelebrieren, zu feiern, ja, und mal ein bisschen Kohle zu verdienen. Jetzt kommt ein bisschen Werbung. Die drei sind zwar nicht mehr jung, aber sind wir ehrlich, sie brauchen das Geld. Wir haben jetzt einen Werbepartner, der nennt sich Holy, die einfach ein... Warte mal, was ist Holy überhaupt? Holy ist ein Soft- und Energy-Drink. Das kommt so in so kleinen Verpackungen, so Pülverchen. Mhm. Ne? Und dann gibt's da noch so schöne Shaker dazu. Dann kann man sich das so selber portionieren. Und dann schüttelt man den Shaker und dann hat man einen erfrischenden Limonadengetränk getrunken. Genau, entweder, wie Thomas gerade sagte, Energy-mäßig. Ja, dann ist da auch Koffein beigesetzt. Mhm. Oder aber nur als Eistee. Mhm. Und dann gibt es noch so eine neue Sorte, Hydration oder so heißt das. Das kann man nach dem Sport trinken. Aber das ist deutlich gesünder, weil das Schöne ist nämlich, dass es eine schöne Alternative zu ungesunden Soft- und Energy-Drinks ist, weil sie verzichten auf Zucker oder künstliche Aromen. Und das Schöne ist, dass Holy jetzt natürlich auch für unsere HörerInnen da draußen so ein schönes kleines Paket auch noch gestrickt hat. Ihr geht auf die Seite wearholy.com. Da wartet ein schöner Gutscheincode auf euch, Zentrale 5. Und das soll es dann auch erstmal an Werbung gewesen sein. Vielen Dank an euch alle. Ja. Ja, genau. Ich muss schütteln. Ja, Holy-mäßig. Richtig. Und mein Shaker. Ja, genau. Und deswegen, ich habe gar keine Zeit mehr zum Podcast schneiden, weil ich muss Holy trinken. Ja. Oh, das ist schön. Machen wir ein bisschen Musik noch zum Abschluss. Schönen guten Tag, Benjamin Kasper. Hallo, Thomas. Freitag. Bevor ich auf den Knopf gedrückt habe, habe ich gesagt, ich hasse den Einstieg, aber muss einfach nur sagen, hallo, Benjamin Kasper. Ja, das ist auch der professionellste Einstieg. Stell dir mal vor, du würdest jetzt sagen, ich gehe jetzt tauchen und sammle eine Perle auf. Wäre ein schlechter Einstieg. Deswegen so begrüßen, so mit Vornamen ist schon am besten. Ja, so völlig abseits vom Thema, ne? Weil es geht ja nicht um Perlentauchen, es geht ja eigentlich um drei Fragezeichen, ne? Richtig. Ja. Herzlich willkommen zu einer kleinen Special-Folge, zu einer kleinen Sonderfolge, weil noch sind die Eindrücke frisch. Wir haben uns abgesprochen und entschieden, dass wir euch vielleicht so ein kleines Recap geben über den Bobcast live. Ja. Denn Andreas Fröhlich und Kai Schwind, die den Bobcast, ein nicht so erfolgreiches Konkurrenzprodukt, würde ich jetzt mal sagen, gestalten, sind gerade auf Tour innerhalb Deutschlands und heute ist Montag, das ist schon wieder 5 Tage her, waren wir live dabei hier in Berlin. Und wirklich bei dem 3 Fragezeichen Bobcast diesmal und nicht Bobcast. Na gut, aber bei dem SpongeBob Bobcast, da sind wir ja zu Wort gekommen. Dieses Mal saßen wir nur im Publikum und also wir wollten euch ein bisschen erzählen, wie unsere Eindrücke waren und wie wir die Veranstaltung fanden. Wird auch wahrscheinlich nicht lange gehen, es sei denn, Benjamin erzählt irgendwie zwischendurch, von seinem letzten Krankenhausaufenthalt oder so. Ja. Wobei, das musst du gar nicht, es ist ja gerade erst eine Rotze Wasser erschienen, da könnt ihr erfahren, was Benjamin wieder Lustiges widerfahren ist. Also wir können ja schon mal sagen, wir saßen in der 3. Reihe. Ja. Und die Karten haben pro Person so rund 50 Euro gekostet. Genau, erstmal Allgemeines. Das war im Berliner Admiralspalast, der ist an der Friedrichstraße. Und was soll ich sagen, wann haben die Tour bekannt gegeben? Ich glaube Anfang des Jahres oder Ende Dezember, irgendwann so, ne? Und wir mussten schnell sein, deswegen hatten wir so gute Plätze, relativ nah an der Bühne. Und das Schöne ist, dass ich da nicht alleine hin musste, weil normalerweise, bevor es diesen Podcast gegeben hätte, wäre ich da definitiv ohne Bam und Olli hingegangen, weil dann wäre gekommen, interessiert mich nicht, habe ich keine Lust. Ne? Vor allem auch kein Geld. Und kein Geld, ja. Aber diesmal war es irgendwie so, es war mir wichtig, dass wir mal alle drei da zusammen hingehen, weil wir sind ja am Ende immer noch ein 3-Fragezeichen-Podcast und dass ihr auch mal so
mitbekommt, wie die das so gestalten, wie da die Stimmung ist, wie lieb und nett eigentlich die Fans sind. Kanntest du denn schon vorher sowas? Also genau das, was die jetzt gemacht haben. Also wahrscheinlich nicht, weil den Bobcast gibt es ja noch nicht so lang. Aber haben die sowas Ähnliches schon mal gemacht, dass vielleicht nur einer auf der Bühne stand und was vorgestellt hat? Ne, so ein ähnliches Format ist ja die Record-Release-Partys. Also ich war schon jetzt nicht so oft, wie du sagst, dass es den Fan-Status, glaube ich, bekommen würde bei mir. Also ich war auf ein paar Record-Release-Partys. Die Record-Release-Partys laufen so ab. Von da, Rohrbeck, oder der Mann? Genau, ja. Seine Lounge veranstaltet die und die hat ja Rohrbeck ins Leben gerufen. Das hat er ja auch erzählt, ne, dass er die Lounge macht. Kann man gleich sagen, denn hier war Special Guest Oliver Rohrbeck. Oliver aufgedreht Rohrbeck. Man muss auch sagen, also hat sie natürlich angeboten, weil Andreas Fröhlich und Oliver Rohrbeck wohnen beide in Berlin oder leben in Berlin, sind Berliner. Das hat man ja auch gemerkt bei Andreas Fröhlich, kam es auf die Bühne, meine Stadt, mein Berlin, war für ihn Heimspiel. Aber um deine Frage zu beantworten, ja, ich war schon auf ein paar Record-Release-Partys, zuletzt letztes Jahr im Sommer in Potsdam bei Folge 223, glaube ich, der Knochenmann. Und da ist es dann halt auch wirklich so, es ist ein gemeinsames Hören. Da sitzt du dann da im Publikum, der Rohrbeck kommt auf die Bühne, erzählt ein bisschen, erzählt euch auch immer das gleiche irgendwie, oh, ich schlafe ja nicht immer bei den Hörspielen ein, so wie ihr, ne? Ich höre sie jetzt zum ersten Mal mit euch zusammen. Und dann sitzt der halt wirklich die ganze Zeit auf der Bühne und guckt so in die Luft und hört zu. Wo ich immer so denke, mir wäre es total unangenehm, wenn ich einfach nur ein Hörspiel höre, ich sitze auf der Bühne und alle starren mich an, ja, könnte ich gar nicht popeln oder mich, weiß nicht, an der Poperze kratzen. Nein, nur das. Du kennst es ja, wenn du jemanden einen Film zeigst und du merkst, dass denen du das zeigst, die das nicht so toll finden und du fängst halt leicht an zu schwitzen und dir ist das total unangenehm. Jetzt stell dir mal vor, wir sind auf der Bühne, lassen eine zentrale Folge ablaufen, wir merken, das Publikum lacht vielleicht nicht oder ist gelangweilt oder sowas. Das ist das Unangenehme. Gut, aber wir sind natürlich keine Profis, die seit über 50 Jahren synchronisieren und das ist ja ein seriöses Produkt, die drei Fragezeichen, ne? Also ein unser ist nicht, oder was? Naja, wir sind halt immer noch ein bisschen so amateurhaft unterwegs und wir machen lustige unter der Gürtellinie Gags, ne? Ja. Nee, und meistens ist dann danach, oder was heißt meistens, ist dann immer so ein Mitmachhörspiel. Das haben die jetzt auch so ein bisschen professionalisierter gemacht, sagen wir mal so. Früher war das so, da haben sie immer gefragt, wer hat Lust, und dann haben sich Leute im Publikum gemeldet und die haben sie auf die Bühne gebeten. Jetzt musst du, wenn du da mitmachen möchtest, vorher ein Video machen, wo du einen kurzen zweiminütigen Clip von dir selber drehst, ne, und einen Text vorliest. Und dann musst du auch noch das Ticket von der Veranstaltung in die Kamera zeigen, damit der Rohrbeck, er sagt, er guckt sich jedes Video persönlich an, wo er dann entscheiden kann, den nehme ich, und ist der überhaupt bei der Veranstaltung an dem und dem Tag? Da ist das Ticket, alles klar. Wie teuer ist denn da eine Karte? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe warte mal, ich guck mal kurz. Ja. Ach, die hängt da dran. Also 2010 für den Dreitag, 11,25 Euro. Okay, dann sagen wir mal, das ist jetzt doppelt so teuer geworden. Mindestens, ich glaube, es waren so um die 27 Euro pro Kopf, ja. Na gut, aber geht noch. Heutzutage geht sowas noch. Ja, deswegen. Und das ist dann halt so, dann hast du halt immer den Oliver Rohrbeck dabei und geht dann auch so, weiß nicht so, wenn das für, du weißt, wie lange die Hörspiele von drei Fahrzeichen gehen, ne? Oh ja. Allein so 70 Minuten. Also es ging auch sehr lange letztes Jahr. Das, du weißt ja, Olli und ich haben gestern, ich glaube, du veröffentlichst das hier vielleicht sogar am gleichen Tag. Vielleicht kommt es heute schon, ja. Okay. Wir werden es nie erfahren. Wir haben ja den Doping-Mixer aufgenommen und da war ich auf der Seite, ich weiß, du magst nicht so gerne hören, RBB. Nee, RBF Rocky Beach Forum. RBC. Der RBB ist was anderes. Na, pass auf. Da gab's ja diese, habe ich mir alles durchgelesen, von André Minninger, die Fragebox. Warum oder wie nennt man nicht? Die? Ja, die Fragebox. Warum soll ich das nicht gerne hören? Na, weil du nicht so gerne hörst, dass ich vom Rocky Beach Forum spreche. Hä? Nee, das stimmt gar nicht. Nee? Ich sage immer wieder, die Rocky Beach Forum ist immer noch für mich die Anlaufstelle Nummer 1, wenn es ums Recherchieren um Hintergrundinformationen angeht. Also, ich rede direkt das Forum, was nicht ja, so. Auch da gibt es nette Leute. Das stimmt. Also nette Leute gibt es da auch. Da haben uns auch welche unterstützt. Genau. Ja, Was ich aber sagen wollte, natürlich gibt es auch Querschläger. Oh ja. Was ich aber sagen wollte, da gibt es ja diese André Minninger Fragebox oder wie hat man das genannt? Fragebox. Fragebox.
Und da wurde André Mininger darauf angesprochen, dass seine Folgen 60 Minuten gehen und länger. Und da hat er zugegeben, ja, das ist bei seinen Folgen so, weil es ihm schwer fällt, in seinem eigenen Werk zu kürzen. Also hat er zugegeben. Und was er dann aber noch gesagt hatte, so ein paar Fragen später, dass das jetzt nicht mehr vorkommt, dass Folgen länger als 60 Minuten gehen. Benjamin, diese Fragebox ist aus den Jahren 2000 bis 2002. Ja. Ja, also über 20 Jahre. Ja. Da hat sie natürlich einiges getan. Und das war noch zu der Zeit, wo, glaube ich, andersrum, da ging eine Folge zu dem Zeitpunkt maximal 60 Minuten, seine ging schon so um die 70. Hm. Jetzt ist ja Standard, dass eine Folge mindestens 70 Minuten geht. Ja, aber wie witzig, es wird nie mehr vorkommen, dass eine Folge so lange geht, später. Aber du erinnerst dich, waren wir letztes oder vorletztes Jahr in der Zitadelle? Ist das nicht schon wieder länger her? Ich habe keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Also hier in der Zitadelle in Berlin-Spandau, da war eine Veranstaltung, da war Frau Körting und unser Freund Christian Rodenwald. Ach, davon redest du, Ich wusste nicht mal, was du meinst. Aber da hat sie doch selber, da wurde sie doch gefragt, was die Hörspiellänge angeht, und sie meinte, wenn es nach ihr ginge, keins länger als 60 Minuten. Genau, findet sie 60 Minuten für die Aufmerksamkeitsspanne und für die auch für die Story selber am besten. Man hat auch gemerkt, sie wusste gar nicht, dass die neuen noch so lange gehen. Sie war leicht schockiert, wo sie gehört hat, dass so viele so lange gehen. Also ich glaube, also sie macht ganz viel und tut ja auch ganz viel, aber sie wird ja wahrscheinlich nicht, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber sie wird ja auch ihr Produkt abgeben und vielleicht nicht jede Folge bis zum Ende nochmal hören. Nee, also, auf gar keinen Fall. Also sie ist ja nur für die Regie verantwortlich und für, also weiß nicht. Für das Krächzen. Ja, das auch und so. Also sie macht das Handwerkliche und... Aber sie schneidet die Folgen ja nicht, soweit ich weiß. Ne? Und dann wird ja am Ende bestimmt auch nochmal gekürzt und so alles. Ja, ich glaube, sie weiß dann selber nicht, wie lange am Ende die Folge geht. Ne? Sie macht halt einfach nur die Aufnahmen. Genau. Du bist ja dann auch im Prinzip ja der. Sie ist ja auch inzwischen nur ein Auftragnehmer. Ne? Ja, also, hat sie ja auch richtig gesagt, dass sie nicht mehr so viel alles allein entscheiden kann. Und so. Richtig, genau. Also früher, klar, wo Europa da, glaube ich, noch, wo die noch so selber das Sagen hatten, inzwischen gibt Sony halt den Ton an, ne? Und sie macht ja eigentlich auch nur noch, die Serien, die sie betreut, sind halt diese uralten Serien wie Fünf Freunde, TKKG und drei Fragezeichen. Ja. Um kurz den Sprung nochmal zu machen zu dem Bobcast, unserem Live-Auftritt, wo wir waren. Ach, wir waren da. Wir waren da, also nicht auf der Bühne. Ich weiß. Ja. Man muss auch sagen, wo wir die Frau Körting, wo sie davon erzählt hat in der Zitadelle Spandau und jetzt auch Andreas Fröhlich, ich finde auch anders wie Rohrbeck, ich fand Fröhlich und auch Frau Körting sehr kritisch und fand ganz toll, was sie gesagt haben, weil das sind so Kritikpunkte und Sachen ganz oft, die wir ja auch nennen. Und ich fand das ganz schön mutig, sowas zu sagen bei so einem Produkt, also was so erfolgreich ist. Wie nennt man diesen Begriff? Die sind so ein bisschen kritikfähig. Ja, aber auch ein bisschen selbstreflektierter, was es angeht. Genau. Und also, ich hoffe, deine Frage ist beantwortet, ob ich schon öfter bei so einer Veranstaltung war. Ich war ja auch schon bei drei Fragezeichen live, ne? Kannst dich erinnern, wir haben doch damals uns die Blu-ray oder DVD vom Auftritt der seltsame Wecker angeguckt. Ja. Als Vorbereitung, bevor wir die Folge besprochen haben. Und ich glaube, wir haben die erste Stunde geschafft und ich bin auch der Meinung, da habt ihr so gesagt, ist ganz nett, aber nicht meins. Also euch hat es jetzt nicht so hinterm Ofen hervorgelockt. Jetzt muss man aber auch sagen, wenn man live selber dabei ist, ist es ja ganz anders, als es aus der Konserve zu gucken. Ich glaube, bei dir war das so ein bisschen, ja, ich finde den Fall nicht so spannend und Olli war gleich wieder so, ist mir egal. Ne? Und im Planetarium warst du ja auch. Ach ja, stimmt. Ja, na, diese Planetariumsfolgen sind ja wieder eine andere Geschichte. Das sind ja alles so Sonderfolgen, die dann da vertont werden. Und da ist auch oft ein anderes Studio mit beteiligt, weil die, glaube ich, im Studio Körting gar nicht diesen 3D-Sound hinbekommen. Ja. Und da habe ich, glaube ich, auch inzwischen, warte mal, es gibt insgesamt 9 3D-Hörspiele, die jetzt in den letzten 10 Jahren erschienen sind. Und 4 davon habe ich gesehen, genau. Und wie ist es da? Da klebt denn Rohrbeck an der Decke, oder? Nein, ich weiß noch, pass auf. Mit Sternen drumherum, oder also, wie ist es? Ich war mal damals mit meiner Ex-Freundin, ich glaube, das muss so 2011 gewesen sein, relativ kurz vor der Trennung, war ich mal in Potsdam im Planetarium mit ihr. Ja. Oder in der Sternwarte, wie man auch so schön sagen kann. Und da haben wir ein Krimi-Hörspiel gehört.
wo mir gerade der Name entfällt, aber da hat Tobias Kluckert die Hauptrolle gesprochen. So, die auf, genau, auf alten Radiohörspielen aus den 50ern oder 40ern basieren, die sogar Blake Edwards gemacht hat. Ja. Ja, der Pink Panther-Regisseur, du musst dich erinnern. Ja. ja. Und da war das wirklich so, ich saß dann da mit E-Punkt. Ja. Und die haben halt dann wirklich Sternhimmel gezeigt, wie es in so einem Planetarium ist. Und dabei lief das Hörspiel. Und das Hörspiel war gar nicht so gut, aber es war toll, da so zu sitzen, so in diesen Sternenhimmel zu gucken. Ich mag das auch. Also das ist ja auch ein Grund, warum ich Kino mag, weil du guckst dir was an oder bist irgendwo und weißt, nichts kann dich ablenken oder du kriegst keine Horrornachricht auf deinem Handy oder so, weil du konzentrierst dich auf den Sternenhimmel und so. Deswegen ist es ganz wichtig, glaube ich, Hörspiele, da muss ich mich auch wieder mehr, wie nennt man das, geißeln? dass ich das auch bei Hörspielen mache, nicht nur bei Filmen und so, mich mehr darauf konzentriere. Weil ich lasse mich bei Hörspielen zu schnell ablenken. Das merke ich auch, wie schnell meine Gedanken abschweifen beim Hörspiel. Ja, das habe ich jetzt auch gemerkt, es fehlt oft wirklich diese Sehkomponente, weil du dir dann Sachen leichter auch einprägen kannst. Also nur übers Ohr finde ich manchmal extrem schwierig. Ja, aber das hat ja auch was mit deiner Fantasie und mit deiner Konzentration zu tun. Ja, natürlich. Und ich finde, das lässt im Moment bei mir jedenfalls so ein bisschen nach. Also wenn ich im Kino bin oder sonst wo, ich lasse mich zu sehr ablenken. Hast du Sorgen, Benjamin? Ja. Ne, aber lässt du dich nicht beim Hörspiel schneller ablenken, wie, weiß nicht, als wenn du im Kino sitzt? Das Problem ist, dass ich merke es halt, ich höre eigentlich privat gar keine Hörspiele. So gut wie gar nicht. Nein? Nein. Weil das durch den Podcast so ein bisschen, ist es jetzt irgendwie, für den Podcast muss man es machen. Also ich finde das Wort muss jetzt blöd, das so zu betonen. Aber ich höre selten Hörspiele. Ich höre nur Hörspiele, aber ich höre eigentlich meistens wirklich Podcasts. Ich höre nicht mal mehr Musik. Weißt du, ganz selten habe ich mal Bock auf Musik. Ansonsten höre ich halt immer nur Podcasts. Wie schläfst du ein? Schlecht. aber mit nichts auf dem Ohr oder was? Na doch, Podcasts. Ach so, doch, also Podcast ja, zum Einschlafen. Ja. Oder halt eigentlich, wenn ich einschlafe. Weißt du, wie oft ich jetzt in letzter Zeit hier auf der scheiß Couch einpenne, weil ich irgendein doofes Let's Play noch bei YouTube gucke? Nee, das mache ich zum Glück nie. Ja. Das ist irgendwie so, ich mache ja irgend so ein altes Rocket Beans Let's Play an. Jetzt gerade gucke ich mir die alten Rocket Beans Let's Plays vom Beanstag, wo sie Warzone spielen. Und die sind so schlecht, Baby, die sind so schlecht. Wirklich. Na, ich gucke mir immer, also ich lese immer zum Einschlafen. Ja. Immer. Es habe ich auch gemerkt, eigentlich, wenn ich einschlafen will, muss ich eigentlich nur lesen. Penn sofort weg. Aber ich mache es immer nie. Ja, weil ich auch dumm, ich weiß, du machst nicht. Das ist wie eine kleine Sucht wahrscheinlich. Genau, immer die Angst, auch was zu verpassen. Ja. Du lenkst mich die ganze Zeit ab. Die 3D-Hörspiele, also die Planetarium-Hörspiele. Ja. Genau, und dann fand ich das damals so geil da in Potsdam. Und dann wurde angekündigt, oh, jetzt kommen Planetariums-Hörspiele. Da bin ich dann damals mit einer Freundin hingegangen. Und hab so gesagt, oh, das ist voll toll, dann ist alles dunkel, der Sternenhimmel, der dreht sich und du hörst das Hörspiel. Ja. Und das war diese erste Staffel. Und dann haben die das so gemacht. Erstmal sitzt du ja in dieser, du kennst ja Planetarium, du sitzt halt so, dass du die ganze Zeit nach oben guckst. Hm. Kann manchmal relativ unbequem sein, so geil sind die Sitze da auch nicht. Das ist hier Prenzlauer Allee, das Zeiss Planetarium, wo das immer war. Okay. Und du kommst nochmal zum Thema zurück, Erwartungshaltung, wenn du merkst, du zeigst jemandem was. Ja. Und die haben das aber so gemacht, wenn das Hörspiel am Tag gespielt hat, hast du Wolken gesehen und Licht. Und wenn das Hörspiel in der Nacht gespielt hat, dann kamen die Sterne raus. Und das Problem bei dem Hörspiel war, das war, glaube ich, damals der Tornadojäger, den wir gehört haben, gibt es zwei Nachtszenen. Der Tornadojäger. Ja. Und meine Begleitung hat sich furchtbar gelangweilt. Weil die auch generell nicht so der riesige Drei-Fahrzeichen-Fan ist und so. Hm. Also ich glaube, die hat mir da auch ein Zugeständnis gemacht. Und ich habe das hier halt so schmackhaft gemacht. So, sitzt mal da und schön Sternenhimmel. Und ich habe Kopfschmerzen von diesem Tageslicht bekommen. Ja. Und dann war mir das so unangenehm. Ich glaube, sie ist auch eingepennt, weil ich so vorher gesagt habe. Also das war wieder dieser Moment, oh, das wird voll cool und so alles. Und dann dachte ich, oh Gott, ist das billig. Da habe ich mir mehr erhofft. Und dann war es ja auch so hell, dann konntet ihr euch ja nicht gegenseitig befummeln. So eine Freundschaft ist es nicht. Also. Also. So. Und dann kam diese zweite Staffel und irgendwie bin ich dann doch nochmal hingegangen. Und dann haben die aber angefangen, Animationen, die extra dafür angefertigt wurden,
an die Decke zu projizieren, dann spielst du die ganze Zeit im Dunkeln und dann kommen halt immer so, weiß ich nicht, wenn zum Beispiel jetzt hier das Letzte, was ich gehört habe, war die singende Schlange und dann siehst du halt so Animationen, wie sich eine Schlange am in der Kuppel so langschlängelt oder halt so auch Wolken oder so kleine Animationen, die das Ganze unterstützen, aber dich nicht großartig ablenken. Ich wollte gerade aber sagen wir jetzt, redet jetzt Justus über die Schlange und die Schlange krabbelt da rum. Ja, aber so, also jetzt stell dir das jetzt nicht so animiert vor wie in einem Marvel-Film, sondern so. Es ist alles schon sehr, sehr runtergestuft, sag ich mal so. Okay. Deswegen sage ich ja, es soll das Ganze eigentlich nur so ein bisschen begleiten, aber nicht dich komplett raushauen. Und das hat dir gefallen, oder nicht so? Besser auf alle Fälle, viel, viel besser. Also die haben das jetzt deutlich besser gemacht. Als damals hier beim Tornadojäger. Aber ich hatte ja mal die, ich weiß gar nicht, warum ich das hatte. Ich hatte mal so eine 3D-Folge. Oder gab es da irgendwie mal Clips zum Anhören? Oder ich habe es auf alle Fälle mal mit Kopfhörern gehört. Nö, es gibt. Hat mir das irgendjemand gebrannt zugestellt? Also irgendwo. Nein, du kannst. Die, also. Es gibt insgesamt 3 Staffeln. Hm. Und davor, also 3 Staffeln, je 3 Folgen. Und davon sind 7 inzwischen auch veröffentlicht. Die du kaufen kannst. Okay, also irgendwie habe ich es schon mal gehört. Es fehlen noch 2 Folgen. Es fehlt, glaube ich, Dorf der Verdammten, wie heißt denn das? Ach, keine Ahnung, wie das heißt. Was fehlt noch? Ach ja, die singende Schlange. Da haben sie eine Neuaufnahme gemacht. Mhm. Ja. Wie findest du das? Also hast du das auch mal über Kopfhörer gehört? Also ja, richtig so zu Hause ja. So. Na, also es ist schon ein anderer Sound, man merkt das. Die erste Staffel, die habe ich alle Folgen auf Kassette und die zweite Staffel habe ich alle Folgen auf CD. Ich weiß gar nicht mal, ob ich das so gut finde, so ein 3D-Sound, weil ich bin ja auch ein Fan so vom Stereo-Sound. Also es ist ja nur so ein ich glaube, so ein Fake-3D, weil dieser 3D-Sound ist ja auch mit Stereo-Kopfhörern. Ich weiß nicht, wie die das machen. Auf alle Fälle hattest du wirklich so einen 3D-Sound. Das war schon gut. Ja, dass du auch wirklich, wenn einer jetzt, sagen wir mal, um die Figur rumläuft, dass du das Gefühl hast, der geht wirklich auch um dich rum. Genau, so ein Beispiel hatte ich ja. Und das geht ja auch mit Stereo-Kopfhörer. Aber das stimmt, die haben die alten Folgen, die haben sie jetzt, glaube ich, alle nochmal so als Kopfhörer-Edition neu aufgelegt. Und die gibt es meiner Meinung nach auch nur bei Spotify. Oder im Stream. Also ich glaube, die gibt's gar nicht zu kaufen. Ach, die gibt's bei Spotify sogar? Ja. Okay, vielleicht habe ich es auch ganz normal auf Spotify. Ja, wir müssen auch irgendwann mal, mal wieder eine Folge besprechen, die so eine Sonderfolge ist. Das wird aber eine schöne Sonderfolge. Ja. So einfach mal über den Ton, Sound. Ja, aber das Problem ist, wir gehen auch sehr lang. Also. Ja. Es gibt eine Folge irgendwie hier, weiß ich nicht, Grab der Maya oder so heißt. Ich glaube, die geht über 90 Minuten. Du weißt, was das heißt. Und wenn wir die Maya weglassen? Nee, das Problem, was ich auch habe, du weißt ja, Olli und ich, wir sind ja keine Freunde. Richtig. Ja. Und es fällt mir immer schwer, wenn jetzt, sagen wir mal, du jetzt zum Beispiel wieder länger ausfällst, muss ich ja irgendwie mit dem was übernehmen, ne? Ja. Und es fällt mir total schwer, Folgen mit dem irgendwie auszuwählen. Mhm. Aber ich glaube, da wäre mal so eine Sonderfolge, da wäre bestimmt die eine oder andere bei. Und das Ding ist, ich will ihn ja immer so ein bisschen zum Lesen bringen. Ein bisschen habe ich es ja geschafft. Ich habe ja mit ihm nochmal das Gespensterschloss besprochen. Zumindest hat er die ersten 30 Seiten von der Graphic Novel gehört, ne? Und es gibt eins von diesem Planetarium. Die hat er gehört, nicht mal gelesen, sondern gehört. Wie hat er denn das geschafft? Nein, da hat er die ersten 30 Seiten gelesen. Okay. Ja. Und es gibt zum Beispiel diese Folge der dreieugige Totenkopf. Das ist eine Planetariumsfolge. Mhm. Und die basiert auf einer Graphic Novel. Und vielleicht schaffe ich es ja, ihn zu animieren, dass er vorher diesen Comic liest. Aber wie du schon sagst, ich schaff's bestimmt. Ja, so war also der Bobcast. Ja, das schön, war der Bobcast. Na gut, du stellst halt immer Fragen, weißt du? Wir wollten eigentlich nur sagen, ja, wir waren da, war nett gewesen, ne? Aber jetzt wird das gerade so ein Exkurs. Was gibt es generell noch abseits von Bühnenerlebnissen? Aber wir kommen mal jetzt so langsam wieder zum Bobcast zurück. Also wir laufen jetzt wieder am Planetarium vorbei, dann an die Lauscher Lounge. Genau, wir waren erst bei der Lauscher Lounge, haben gemerkt, das ist langweilig. Ja, aber wir laufen ja rückwärts, also Planetarium. Na gut, dann gibt's noch die Live-Touren, wo die Schauspieler ja wirklich ein für die Bühne geschriebenes Stück aufführen. Kommt jetzt erst mal eine Weile nicht mehr, haben die gesagt. Stimmt, das können wir gleich noch erzählen. Und da war ich auch bei, warte mal, 3 Stück habe ich gesehen. Einmal den seltsamen Wecker 2009, dann 2014 Phonophobia und zuletzt jetzt halt der dunkle Taipan 2019. Taipan und Phonophobia habe ich beide in Kiel gesehen, zusammen mit meiner Schwester und ihrem Mann.
Und Setz aber Wecker habe ich damals hier in Berlin gesehen, im Tempodrom. Deine Lieblingsfolge. Und dann auch noch zweimal hintereinander. Also die sind zweimal in Berlin aufgetreten. Du hast zweimal hintereinander gesehen. Eigentlich sind sie dreimal in Berlin aufgetreten. Mhm. Dann gab es ja noch diesen Waldbühne-Auftritt irgendwie knapp ein Jahr später. Aber ich habe diese beiden Termine im Tempodrom wahrgenommen. Einmal mit einem Freund von uns, den wir seit der Schule kennen. Mhm. Und mit besagter Ex-Freundin damals. Okay. Jetzt, es tut mir leid, ich muss schon wieder eine Frage stellen. Ja, stell doch. Jetzt hast du ja, die zwei Folgen relativ dann da hintereinander gesehen, gehe ich von aus. Ja. Dass es an zwei aufeinanderfolgenden Tagen war, ja. Also warst du ja da. Wie sehr haben sich die Gags geähnelt? Also wie viel Prozent sagst du, so 90%, also natürlich so der Ablauf und so, aber gab es da so Gags oder Situationen, die wirklich anders waren beim anderen Auftritt? Weiß ich nicht mehr, ist zu lange her, 15 Jahre, aber es war im Groben und Ganzen natürlich eine Aufführung, die sich nicht großartig verändert hat. Es gab vielleicht mal an der einen oder anderen Stelle einen Versprecher und einen anderen Schmunzler, aber jetzt an komplett andere Gags kann ich mich nicht erinnern. Weil ich glaube, wir kommen ja gleich noch zu dem Podcast, dass ganz viel, wenn man denkt, das ist spontan, dass ganz viel abgesprochen ist. Das ist immer so. Also auch immer, wenn wir so denken, irgendwie, oh, jetzt hier im Studio, das war aber schon improvisiert. Und ich glaube, im Interview sagen die immer, es ist sehr, sehr wenig improvisiert. Und auch beim Bobcast, hundertprozentig, wenn die sagen, ah, uns ist das aufgefallen oder das oder heute und bla, alles abgesprochen. Ja, okay, das hat man gemerkt. Ja, kommen wir mal zum Bobcast. Ja, ich habe auch gestern, während du gestern für unseren Podcast, für unser Projekt gearbeitet hast, war ich wieder zu Gast bei die zwei. Ja. Ja. Ah, da ist der Thomas, den hätte ich zum Beispiel fragen können, ob es da Unterschiede gab bei den zwei aufeinanderfolgenden Live-Auftritten. Der hätte bestimmt antworten können. Kann ich dir beantworten. Ja. Ne? Also, sagen wir mal so, du weißt ja, wie das war. Wir saßen dann da und die sind ja auf die Bühne gekommen. Hm. Und dann haben sie ja so, ich sag jetzt mal, wie so ein Stand-up, haben sie Memes gezeigt. Was ist ein Meme, Benjamin? Lustige Bildchen. Genau, so gebastelte Bildchen, so die durchs Aufkommen des Internets sehr, sehr in den letzten Jahren sich. Also jetzt, wo wir waren beim Bobcast, meinst du? Ja. Ja. Denn diese Memes, die da gezeigt wurden, das sind dann so, weiß ich nicht, so Sachen wie Andreas Fröhlich hatte Bobcast erzählt, er war früher so ein kleiner Pyromane, also er hat irgendwie Sachen in Brand gesteckt, klingt jetzt auch schlimmer als es ist, er hat irgendwie einmal irgendwie was so abgefackelt. Dann hat jemand das Cover von TKKG, Nachts, wenn der Feuerteufel kommt, genommen, Folge 12. Und auf dem Cover sieht man, wie der Feuerteufel am Anfang der Folge festgenommen wird. TKKG stehen daneben. Dann hat jemand einfach den Kopf von Andreas Fröhlich auf diese Figur gepappt und schon hast du ein Meme. Nachts, wenn der Feuerteufel kommt, das ist ja der Fröhlich. Ja, ich fand das ganz amüsant. Ja. Ich muss sagen, pass auf, ich bin da wieder so ein bisschen zwiegespalten. Ja. Einerseits sage ich, finde ich ein bisschen billig, sie nehmen einfach die Memes, die sich jetzt im Laufe der Zeit im Internet angesammelt haben und werfen die auf die Leinwand, auf die Bühne. Auf der anderen Seite zeigen sie damit Fannähe, weil das war ja alles, was Fans gebastelt haben und dass man damit zeigt, hier, wir haben das mitbekommen, wir finden das witzig, wir finden auch, dass es das wert ist zu zeigen. Aber das ist ungefähr so, wie wenn Rotz und Wasser sagt, ja, wir haben jetzt Folge 50, schickt uns doch mal Clips aus unseren vergangenen 50 Folgen, best of, schneidet es am besten, stellt es zusammen und wir spielen es ein und kommentieren es. Und vergessen aber noch so zwei, drei. Genau, ja. Also wir könnten eigentlich ein Best-of zusammenstellen, aber das könnt ja auch ihr machen. Genau. Weißt du, was ich meine? Und dann hören wir auch vorher nicht rein und kommentieren es nicht. Richtig, so machen wir das. Nein. Und ich bin da jetzt schon wieder viel zu hart, was ich meine. So einerseits denke ich so, ja, okay, ihr zeigt jetzt hier Memes aus dem Internet und ich muss auch sagen, ich kannte alle, weil ich ja natürlich auch Kai Schwind und so folge. Aber wie gesagt, ich sage, damit demonstrieren sie Fannähe und dadurch finde ich das wieder sympathisch. Ging Tick zu lang. Es ging ein paar Sachen Tick zu lang. Also muss man sagen, die haben um 20 Uhr angefangen und es ging wirklich bis 11. Habe ich nicht mit gerechnet. Drei Stunden und 20 Minuten Pause oder so. Und dann fingen sie irgendwann an. Und was ich auch sagen muss, wie viel Folgen vom Bobcast hast du gehört? 2 oder 3. Okay. Also wirklich, habe ich wirklich gehört. Ja. Was mir halt beim Bobcast inzwischen aufgefallen ist, so eine Folge geht, ja, manchmal 37 Minuten, manchmal 45. Sehr knapp. Manchmal, wenn es wirklich, wenn, glaube ich, ein Gast da ist, auch fast eine Stunde. Zum Beispiel, als Simon Jäger hier zu Gast war, da hat man gemerkt, dass er und der Fröhlich, die kennen sich schon lange und die haben sich so ein paar Sachen so, ah, kannst du dich noch an das erinnern, kannst du noch an das erinnern. Dann geht es auch mal länger. Aber was mir aufgefallen ist, jetzt bei neueren Bobcast-Folgen, sie hangeln sich eigentlich nur noch von Hörspielclip zu Hörspielclip. Und dazwischen erzählt er Fröhlich über die Sprecher.
Und früher sind sie wenigstens... Waren noch so andere Abschweifungen. Richtig, und früher sind sie ein bisschen auf den Inhalt der Folge eingegangen. Ich finde, das machen sie gar nicht mehr. Aber gut, dafür gibt es dann Formate wie uns, die 30 Stunden lang darüber sinnieren, warum ist auf dem Cover da und warum nicht da. Ja, wir waren aber auch richtig schlecht. Wir haben noch nicht mal gesagt, von was sie jetzt gesprochen haben, nämlich vom Hexenhandy. Gut. Spoiler. Wieso, haben die noch Auftritte? Ja. Aber ich glaube, es ist eh schon bekannt. Ich glaube ja, jeder, der da hängt. Und die haben sich ja selber drüber lustig gemacht, dass das ja eigentlich schon raus ist, um welche Folge es geht. Ja, sie haben letzte Woche Montag, heute ist ja Montag, vor einer Woche kam eine neue Bobcast-Folge, so eine Special-Folge, wo sie über die Live-Tour reden. Da verraten sie es auch. Da haben sie es auch schon verraten. Eben. Ja, was ich sagen wollte, als nicht so Hexen-Handy- Meister, Hörer. Ich hab sie noch gesagt. Ja, genau. Ich meine nur, ich finde, sie haben die Folge ganz, ganz schlecht wiedergegeben. Das meinte ich ja damit. Ja, genau. Das ist so, als ob ich irgendwas wiedergeben muss. So schlecht haben die es auch gemacht. Also ich meine jetzt... Ich würde nicht den Begriff schlecht nehmen. Ich möchte es anders ausdrücken. Was sie gemacht haben auf der Bühne und so, das war alles sehr professionell, sehr gut. Ich finde auch Andreas Fröhlich ein super... Der könnte da alleine stehen und ich könnte ihn stundenlang zuhören. Ich finde ihn richtig sympathisch und toll. Trotzdem, und auch, Kai Schwind hatte die ganze Zeit Spaß in der Backen. Ich wollte gerade sagen, er war auch gut. Ja, ich fand beide sehr unterhaltsam, hätte da stundenlang zuhören können. Ich meine nur, und eben ausbaufähig, wie die Folge besprochen wurde. Also das war mir so ein bisschen zu wirr und zusammenhangslos und man wusste gar nicht richtig, um was es geht. Es geht eigentlich nur um die Produktionsgeschichte, um die Hintergründe. Und die haben sie, sage ich jetzt mal, ausführlich beleuchtet, beziehungsweise man kann es ja mal sagen, wie es ist. Man sieht insgesamt zwei Clips von André Mininger. Einmal erzählt er, wie er überhaupt auf die Geschichte gekommen ist. Ja, Hexenhandy ist eine André Mininger-Folge. Und Mininger hat sich halt erstmal ein Cover malen lassen. Er hatte die Idee und meinte irgendwie, mal mir mal ein Hexenhandy zu irgendjemanden. Hat derjenige gemacht. Und dann hat er erst angefangen, die Geschichte zu schreiben, weil das hat ihn inspiriert. Und dann gab es noch einen zweiten Clip mit André Mininger, denn in dieser Folge macht ja unter anderem Amanda Lear mit. Ja, die Älteren unter euch, die kennen sie noch, ne? Wenn ihr damals Piep gesehen habt, bevor heimlich, wenn die Eltern schon im Bett waren. Ne? Bevor Verona Feldbusch übernommen hat. Und auf alle Fälle hat er ja dann, es hat sich irgendwie rauskristallisiert, dass Mininger irgendwie der größte Amanda Lear-Fan oder der Sonne ist. Die Geschichte war aber wirklich, das ist es schon wert, da hinzugehen, finde ich, weil die fand ich wirklich witzig, interessant. Das war mit so ein Highlight, fand ich. Ja, also die Frage ist, gehen Leute von euch noch hin? Sollen wir spoilern oder sollen wir sagen, wie es war? Ich würde es eigentlich gar nicht machen. Vielleicht gehen ja wirklich noch welche hin. Und ja, genau. Ich würde einfach nur sagen, Mininger ist in seiner ganz eigenen Art und Weise, hat er diese Geschichte wiedergegeben. Und manchmal hat er ja auch so ein sehr, sehr krasses Temperament. Und das hat man da auch wieder gemerkt. Aber es war so ein freudiges Temperament. Ja. Ich möchte aber noch mal sagen, wenn ihr mit jemandem hingeht, der die Folge nicht kennt, der kann es eigentlich gar nicht folgen. Weil ich bin ganz ehrlich, warum haben die jetzt das Hexenhandy? Also, das weißt du alles gar nicht. Weil die davon ausgehen, da sitzen Fans, die kennen die Folge. Ja, und aber ich habe dir extra noch vorher gesagt, Bami, möchtest du wissen, welche Folge sie besprechen? Und du, wäre vielleicht gar nicht so doof. Das schon, aber jetzt ist es ja eigentlich so, dass man ja nicht weiß, welche Folge besprochen wird. Und jetzt stell dir vor, du hättest damals E-Punkt mitgenommen. Ja. Und sie hätte überhaupt nichts verstanden. Ja. Aber ich glaube, das muss man auch in Kauf nehmen, ne? Dass man vielleicht sagt irgendwie, ich bin drei Fahrzeichen-Fan, aber es gibt Folgen, die finde ich nicht so gut, die habe ich vielleicht einmal gehört. Ja. Weißt du? Und dass du dann da bist und denkst so, ach, die Folge. Ja, und ich muss sagen, du sagst jetzt zwar, du kannst den Inhalt nicht folgen, aber war das am Ende wichtig? Nein, war nicht wichtig, aber ich meine nur, dass weil ich mich unterhalten gefühlt habe von dem, was sie sonst gemacht haben. Aber wenn jemand doch so einer Geschichte folgen will, ist er vielleicht ein bisschen Gut, aber dafür, ich sag mal so, wenn man den Bobcast kennt, man hat genau das bekommen, was es ist, nämlich
einem Bobcast. Nur live, ein bisschen länger, ein bisschen ausgeschmückter, mehr aufs Publikum zugeschnitten. Also das bekommt man schon. Ja, also Andreas Fröhlich, ich möchte das nochmal sagen, ich finde, das ist fast so ein, der könnte da alleine stehen und stundenlang was machen. Also ich finde das, ich war wirklich begeistert, wie er da so, wie er da steht, wie er so lächelt an den richtigen Stellen, wie er Witze macht, selbstironisch ist, sagt, dass das Hexenhandy er ist ganz schnell eingeschlafen und also ich finde das schon. Das hat ja Sascha Dreger bei uns auch erzählt, ne? Als wir mit ihm ja Yacht des Verrats besprochen haben, hat er auch gesagt, ja, auf irgendeiner Bahnfahrt dachte ich höre jetzt mal rein, damit ich überhaupt weiß, worum es geht, und er ist irgendwie auch eingepennt dabei, ne? Also im Gegensatz zu ihm, das hast du jetzt schon gesagt, dass Oliver Rohrbeck, oder? Auf die Bühne. Oliver Rohrbeck war bei uns im Berlin Special Guest. Aber ich weiß nicht, ob er jetzt jedes Mal da ist. Keine Ahnung. Ich kann es ja mal sagen, verraten, was ich mitbekommen habe. Nämlich unser befreundeter Podcast, die zwei, die waren in Essen. Und da waren halt so Sachen. Der Bobcast war letztes Jahr schon mal auf so einer Minitour. Drei Auftritte im Raum NRW, wenn ich mich nicht irre. Und ich weiß vom Thomas von die zwei, da haben sie auch Memes vorher gezeigt. Und deswegen, als die jetzt beim Hexenhandy waren, kannte er das schon alles und deswegen war das für ihn nichts Neues. Ja. Und sie haben damals Stimmen aus dem Nichts besprochen. Hm. Auch eine andere Mininger-Folge, die wir auch schon mal besprochen haben. Und 10 von 10 von dir. Ja, das stimmt. Das, dagegen sage ich ja nichts. Und auch da hat man einen Clip mit André Mininger eingespielt und laut dem Thomas, ich war nicht dabei, hat er da auch erzählt, wie er sich zu der Geschichte hat inspirieren lassen und war wohl auch wieder übers Cover oder so. Keine Ahnung. Also, ja, das hat er ja zugegeben, dass er erst, war das überhaupt André Mininger oder verwechsel ich jetzt irgendeinen anderen Menschen, der erst ein Cover hat und dann sich die Geschichte. Da Thomas meinte, irgendwie das, was Mininger da erzählt hat, hat er ähnlich beim Hexenhandy erzählt, gehe ich jetzt mal davon aus, das wird nicht großartig anders gewesen sein. Ich bin jetzt sehr kritisch und das heißt aber nicht, dass er grottenschlecht war, sondern ich muss aber zugeben, dass, also Oliver Rohrbeck war ja auf der Bühne und ich fand ihn nicht so authentisch wie Andreas Fröhlich. Und ich glaube, ihn hätte ich nicht so lange zuhören können. Das meine ich jetzt überhaupt nicht. Ein anderer würde ihn vielleicht viel lieber und länger zuhören, aber ich bin eher so von der Stimmart, Stimmfarbe, vom Erzählen, vom Authentischen her, kann ich Andreas Fröhlich, habe ich gemerkt, länger zu hören wie Oliver Rohrbeck. Also du bist ein Bob-Fanboy. Sowieso. Fröhlich-Fanboy. Naja, aber weißt du so ein bisschen, was ich meine? Aber vielleicht hat es auch damit zu tun, Rohrbeck, wie lange war er da? 30 Minuten, 45? Kommt hin, ja. Jetzt ist man natürlich auch, wenn man nur so ein kurzer Gast ist, ja nun auch ein bisschen, bringt nochmal so Schwung rein und vielleicht hat es auch damit was zu tun. Ja. Aber ich habe gemerkt, aber das hat vielleicht auch damit zu tun, dass Andreas Fröhlich so eine tolle Stimme hat. Also der war sehr in sich, würde ich mal sagen. Der war super entspannt. Und beim Rohrbeck hat man so das Gefühl, also er kam so auf die Bühne, so ein bisschen Energiebündel. Und ich möchte dem Mann nicht zu nahe treten. Nein, gar nicht. Das war einfach nur, es wirkte auf mich so ein bisschen gestaged. Ja, so. Und er hat ja dann auch wieder gesagt irgendwie, ja, die Leute denken immer, wir kennen alle drei Fahrzeichenfolgen auswendig. Wir sind ja nicht jeden Abend dazu eingeschlafen wie ihr. Und diesen Satz höre ich schon seit über 20 Jahren. Ja. Dieses irgendwie, ja, ich schlafe nicht jeden Abend dazu ein. Ich möchte das aber nochmal relativieren. Wenn Oliver Rohrbeck vielleicht da jetzt gewesen wäre und hätte die Show gemacht und Andreas Fröhlich wäre reingekommen, vielleicht wäre ja Andreas Fröhlich, hätte ich ihn da in dem Moment in der halben Stunde auch nicht so gut gefunden wie Oliver Rohrbeck. Das wirst du leider nicht erfahren. Das werde ich nicht erfahren, außer nächstes Jahr vielleicht. Vielleicht. Ne? Mhm. Nein, aber das ist, trotzdem habe ich mich gefreut, dass Rohrbeck da war und weil man ja auch merkt, die haben super Verhältnis, die beiden, und es war schön, die so zusammenzusehen und haben halt auch ein paar Anekdoten erzählt, die ich jetzt gar nicht mehr weiß. Und ja, es wurden so öfter mal auch so Clips eingespielt, zum Beispiel Basse Pastewka, der in der Folge ja dabei ist. Super lustig, meine ich. Richtig gut, also wirklich Pastewka on top, ne? Also hat da so ein paar Anekdoten erzählt, auch wie er die Rolle angelegt hat und so. Und bei dem ist es ja auch, ich glaube, der kann auch zwischen On-Air-Persona und privat umschalten, dass er weiß, jetzt bin ich auf Sendung, jetzt muss ich performen. Ne? Trotzdem war das super unterhaltsam. Ich glaube aber wirklich, das kann man sagen, so ein
bisschen so schämt er sich, glaube ich. Nee, das glaube ich nicht. Also, was heißt schämen? Aber ich glaube, er könnte noch eine bessere Leistung hinlegen. Also, man hat gemerkt, er hat immer geguckt, sind alle zufrieden mit seiner Leistung und bei der Aufnahme. Pastewka. Ja. Gut, aber der war ja auch damals, ich meine, wir reden hier von einem Hörspiel von 2001. Überleg mal, gerade erst bekannt geworden, so durch die Wochenshow, also noch nicht so wie heute, was er, der macht ja sehr, sehr viel, ne? Da war er erst 70 Zentimeter groß. Ja, auch das, ne? Ja. Und keine Ahnung, vielleicht inzwischen hat er ein paar Hörspiele mehr auf dem Buckel und hat ja auch einen Podcast, irgendwie dieses Kein Mucks, ne, wo er so irgendwie alte Radiohörspiele aus den 50er Jahren wieder veröffentlicht und ich glaube auch kommentiert. Ich wollte da jetzt mal reinhören. Ich habe nämlich vor kurzem hier Oliver Kalkofe und Oliver Welke haben ja auch einen Podcast, Kalk und Welk, und da war Pastewka zweimal zu Gast. Die habe ich mir angehört und super lustig, was ich auch interessant finde. Kannst du dich erinnern, dass es nicht mal hieß, die haben sich irgendwie zerstritten oder so? Die wollten doch immer einen dritten Teil von Der Wichser machen. Ja. Und ich kann mich erinnern, dass Oliver Kalkofe mal dann... Dass Pastewka nicht so dolle war oder wegen dem Geld oder... Irgendwas war so richtig gesagt, Leute, es wird niemals einen dritten Teil vom Wichser geben, weil Pastewka nicht möchte und so. Also... Die haben das nicht so direkt geschrieben, aber da hat man so ein bisschen gemerkt, irgendwie haben die sich vielleicht gestritten oder Meinungsverschiedenheiten und so. Deswegen fand ich es auch schön, diesen Podcast jetzt zu hören. Dass man merkt, die haben sich bestimmt wieder angenähert oder so. Ja, da war das so wie bei Terrence und Philipp bei South Park, dass sie sich gegenseitig gesagt haben, du bist der Wichser. Nein, du bist der Wichser. Du bist der Wichser! Gut, dass wir explizit sind. Ne? Ja. Und da hat Pastewka so einen Synchronsprecher-Quiz gemacht mit denen. Und ich habe 99% erkannt. Ich glaube, ich habe alle erkannt, nur bei manchen ist mir der Name nicht eingefallen. Aber ich habe das wieder nach Bahnfahrt gehört. Und ich musste relativ schnell sein, weil die anderen beiden waren auch sehr schnell. Also ich war immer vor denen, aber nur so eine Millisekunde. Ja, da war ein bisschen stolz auf mich. Nicht schlecht, Thomas. Ja, nicht schlecht. Ja. Ja, und man merkt auch, wie alt wir inzwischen sind. Dann reden, also dass ich da sogar noch ein bisschen connecten kann, dann reden die da so über alte ZDF-Serien, so hier Derek, der Alte, ja. Und dann fallen mir da so Namen von Schauspielern wie Gerd Baltus, den ich auch kenne, weil der schon bei 3 Fragezeichen dabei war. Und Pastewka dann immer so, der hat immer die gleiche Rolle. Der kam rein und dann wurde mit dem Finger auf ihn gezeigt, Sie sind der Täter. Und Pastewka immer, und dann hat der Gerd Baltus immer gemacht, ich? Und den Gag zieht er 3-4 Mal durch diesen Podcast durch. Ich musste jedes Mal lachen. Ich? Ja, hört mal rein. Ich glaube, es heißt irgendwie, Pastewka hol schon mal den Wagen bei Kalk und Welk. Bobcast, ja. Ja, insgesamt muss ich sagen, also es ging 3 Stunden. Ich fand den Schluss ein bisschen lang gezogen. Es war mir dann auch zu lang, bin ich ehrlich. Ja. Und das Problem ist, ich musste innerhalb der ersten Hälfte von der Pause, weil irgendwie Olli und ich haben mal gesagt, zur Feier des Tages trinken wir mal ein Bier, ne? Weil wir trinken ja eigentlich nie hier, so, weil Olli treffe ich auch privat nicht, ne? Und während der Aufnahme trinken wir kein Bier, nur wenn Rodenwald vorbeikommt, ja? Und da haben wir irgendwie, weiß ich nicht, vor der Aufnahme so 2-3 Bier getrunken und dann musste ich so auf Toilette und ich wollte aber nicht aufstehen, weil ich nichts verpassen wollte. Ich weiß nicht, kennst du das, wenn du so pinkeln musst, dass du dich gar nicht mehr konzentrieren kannst? Ja, das hasse ich. Ja, das war halt blöd, ne? Ja. Und zum Schluss habe ich auch gedacht, irgendwie, boah, ist ja gleich 11, was wollen die denn hier noch erzählen? Ja, und genau die letzte halbe Stunde war ein bisschen lang, also da war auch nichts mehr zu erzählen, so richtig, das war ein bisschen lang. Es gab dann auch nochmal so die Möglichkeit, Andreas Fröhlich Fragen zu stellen, dann meinte Kai Schwind, das war noch ganz kommen gut. 5 Fragen, genau. Und Olli hat eine Frage gestellt. Ich fand die Frage auch sehr gut. Ja. Mir kam aber fast so vor, als ob wir diese Frage Andreas Fröhlich beim Interview gestellt haben. Ich sag mal so, ja, die Antwort war sehr ähnlich. Also das habe ich so ähnlich schon gehört, als wir Fröhlich hier bei uns zu Gast hatten. Aber da merkst du halt immer, wie oft die diese Fragen gestellt bekommen. Und ich finde, der hat die auch so runtergesprochen, wie dass er sie nicht zum ersten Mal beantwortet hat. Ja. Ja. Lustig war, dass im Publikum ein kleines Kind gesagt hat, seine Lieblingsfolge ist der Dopingmixer. Da haben wir sehr gelacht, weil wir wussten, dass wir die jetzt aufnehmen. Und ich glaube, es gab sogar Buhrufe. Und neben mir waren 2 sehr laute Leute am Anfang. Echt? Ja. Ja, so 2 dicke Ungepflegte, ne? So ungesund Lebende, wa? Thomas und Olli laut. Ja, aber wir haben uns ja dann zusammengerissen. So laut waren wir jetzt auch nicht. Wir waren ein bisschen albern. Dann hat sich einmal die Frau da vorne rumgedreht und pscht gemacht. Und dann du, ihr seid auch ganz schön laut. Und ab da war es okay, fand ich. Ja. Und dieselbe Frau hat ja dann die ganze Zeit, als Olli die Frage gestellt hat, immer sehr
nett gelächelt und sich zu uns umgedreht. Ja, weil sie froh war, dass ihr jetzt nicht mehr quatscht. Sie wollte aus Dickarm. Sie hat, also sie wusste, glaube ich, gar nicht, wer wir sind, aber jemand hat uns, jemand, der neben uns saß, der hat einen guten Gag gemacht, einen richtig guten Gag gemacht. Der hat so gesagt, sag mal, Leute, wisst ihr eigentlich, ob die hier nach noch Autogramme geben? Und ich so, nee, auf der Webseite steht, im Admiralspalast, wenn vorbei ist, keine Autogramme. Na gut, dann gebt ihr mir doch Autogramme. Er hat uns seine Eintrittskarte gegeben. Ja. Also der Witz ist, er hat uns anscheinend erkannt. Er wusste, wer wir sind. Und dann haben wir das unterschrieben. Ich glaube, man konnte es gar nicht lesen mit dem Kugelschreiber. Und dann habe ich ihm noch Sticker gegeben. Und dann hat die Frau, die davor saß, die erst psch gemacht hat, wollte die so schnell wegnehmen, so hier meine. Ja, ne? Weil und die dann, da mit zur Polizei geht. Ne, dann ins Anzeigen, genau. Mhm, und so das laut war. Möchte ich an dieser Stelle auch mal sagen. Ich muss sagen, ja, der Bobcast war ein Tick zu lang und ein paar Tick Sachen. Zu teuer, bin ich auch ehrlich. Für das, was es ist. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ich hatte einen sehr schönen Abend. Ja, ich freue mich, dass ich den auch mit euch beiden genießen konnte. Ich habe auch gemerkt, dass Olli das gefallen hat. Er hat am Ende wirklich, weil Olli ist ja auch mal so, dass er sagt, ja, hätte ich jetzt nicht gebraucht und so. Aber der hat am Ende auch, gut, er hatte dann 5 oder 60 Bier in Tuss. Ja, an die 60. Ja, so 1 Liter Faxe. Ja, und davon 60. Ich glaube, die Leute haben den Gag verstanden. Wie viel Bier hat er getrunken? Nein, Olli hat Spaß gemacht. Bei dir weißt du ja, du bist ja auch immer so neugierig, wie machen die sowas, ja, wie stellen die das auf die Beine? Das finde ich genauso interessant. Wie ist der Ton, wie wird da geplant und gemacht? Und wir hatten ja Angst, dass die Leute wirklich sagen, da sind die von der Zentrale und uns so die Klamotten vom Leib reißen. So war es jetzt nicht. Sehr, sehr viele liebe, nette Menschen, die auch uns erkannt haben und mal Hallo gesagt haben. Einer hat uns hier ein Bierchen spendiert, das war der liebe Tobi. Ja, der, auch mal Werbung, geht mal auf YouTube und gebt mal ein die 2, denn der hat mit einer Freundin von sich damals irgendwie alle Folgen von die 3 besprochen, ausschließlich auf YouTube. Der ist dann noch zum Schluss mit uns in der Tram gefahren und wir sollten ihm einen Tipp geben, wo er vielleicht noch was essen kann und wir haben ihn, wir haben ihn zu einem Ort geführt, wir wissen nicht, ob er noch lebt. Wir haben ihn ins Drogenviertel geführt, wir haben gesagt, geh mal dahin, da findest du bestimmt was. Ne? Ja. Haben Thomas und ich noch einen Witz gemacht zum Schluss. Also wir nehmen an, er ist jetzt wahrscheinlich irgendwie nach Shanghai irgendwie verkauft worden. Aber wir haben gesagt, er soll sich danach bei uns melden, ob alles okay war. Hat er nicht gemacht? Also bei mir jedenfalls nicht. Doch, er hat sich gemeldet. Wirklich? Er hat gesagt, er ist gerade auf dem Weg nach Shanghai, man hat ihm die Haare abrasiert und sein Popo tut weh. Das hast du mir nicht erzählt. Naja, ich wollte nicht die Illusion lassen, dass er von uns gegangen ist. Ich habe mir richtig Sorgen gemacht. Nee. Der hat uns ein Bierchen ausgegeben, wir haben Christian Rodenwald gesehen. Ja. Deswegen sage ich, alles in allem ein sehr schöner Abend. Wie gesagt, Fröhlich und Kai Schwind, hat man gemerkt, sie hatten riesen Spaß dabei. Ja. Das ist uns auch aufgefallen. Als dann dieser zweite Clip nochmal eingespielt wurde vom Mininger, der Schwind hat die ganze Zeit gelacht. Ne? Auch bei Pasewka und so, der hat sich tot gelacht. Ja, ich hab Kai geschrieben, ich habe ihm nochmal gesagt, so nochmal großes Lob für eure Leistung und so, man hat gemerkt, dass ihr Spaß hattet und so, dass du und ich immer gelacht haben, weil wir gesehen haben, wie er geschmunzelt hat. Und da meinte er, weil ich ja zu ihm gesagt habe, du hast das Video ja bestimmt nicht zum ersten Mal gesehen, da meinte er, jedes Mal, wenn er sieht, fallen ihm neue Sachen auf. Wie findest du eigentlich, dass muss man auch mal positiv hervorheben, wie fehlerfrei die gesprochen haben. Ja, das sind Profis. Ja, aber auch wenn es Profis sind, können ja mal so ein paar Aussetzer sein. Guck mal, was ich für ein Profi bin, ja, und wie oft ich grammatikalische Fehler habe. Also nein. Und das ist denen nicht passiert. Obwohl ich die theoretisch noch eine Stufe unter mir einstufen würde. Ja, ja natürlich. So, ja. Ne? Auch vom Attraktivitätsfaktor. 10 ja, Stufen. Ne? Ja, definitiv. Also selbst wenn die sich irgendwie paaren würden und da draußen ein Kind entsteht, bin ich weiter noch über denen. Nein. Ja. Also man kann, glaube ich, zusammenfassen, uns hat's gefallen. Ja. Wie gesagt, ein paar Schwächen hat's gehabt, aber die sind jetzt nicht so ausschlaggebend, dass ich sage, um Gottes Willen, Leute, gebt dafür kein Geld aus und so. Nein. Aber man muss sich bewusst sein, man bekommt am Ende das, was sie eigentlich auch so machen. Sie besprechen 3 Fragezeichen und sie gehen nicht auf den Inhalt der Folge groß ein, aber sie geben sehr, sehr viel Hintergrundinformationen über Sprecher, über hinter den Kulissen. Und generell geht man da ja auch hin, weil man natürlich einen Andreas Fröhlich
sehen will, wie er einfach nochmal so ein bisschen selber reflektiert, wie findet er denn das alles? Und ihr braucht doch nicht ganz vorne sitzen, finde ich. Das reicht auch, wenn man weiter hinten sitzt. Ja. Also ist jetzt, wenn es da ein bisschen günstiger ist, weil man zum Beispiel, man guckt ja so, was haben die so für Ausdünstung oder sowas. Also die haben nicht unterm Arm geschwitzt, ist mir aufgefallen. Wie weit kann Andreas Fröhlich so beim Sprechen so aus Versehen spucken? Ne? Er hat ja schon mal gesagt, er hat ein Mikrofon kaputt gespuckt, aber da hat er gar nicht gespuckt. Da war ich ein bisschen stutzig, weil er bei der Folge zum Grünen Geist erzählt hat, hier der Thorsten Sense, ja, hier der Schmendrick aus Letzte Einhorn. Ja. Der hätte mal ein Mikrofon kaputt gespuckt vor Lachen. Da stehen mir auch vor, wie ich mir das vorstelle, der Mund so die ganze Zeit auf, und so eine Flut an Rotz oder ich weiß nicht, wie mir das vorstelle. Da muss er irgendwie so, wie so, kennst du das manchmal, wenn man so gurgelt dabei? Nee. Kennst du das, man macht so eine komische Bewegung, also das kann ich auch nicht mit Absicht und dann kommt so ein Strahl raus, kennst du das? Kennst du das, so ein Spuckstrahl? So ein Strahl jetzt nicht, aber also so. Kennst du das? Ich weiß, was du meinst, aber so, ja, doch, aber das ist selten bei mir. Sehr, sehr selten. Ja. Ne? Weißt du, was ich viel ekelhafter finde? So Sprechkäse. Kennst du das? Nee. Wenn sich so. Wenn hier so genau. Bläschen so langsam. Ja, pass auf, wenn sich im Mundwinkel so Sabber ansammelt. Und dann durch die Bewegung und so fängt es an zu trocknen und wird fest. So, da habe ich Angst, dass wenn ich alt werde, dass das passiert. Mhm. Oder eine Gebissstimme. Aber die Beine sind noch von der Gebissstimme entfernt? Oder hast du da eine Gebissstimme erkannt? Ich will mich dazu nicht äußern, weil ich will es mir nicht mit den Leuten verscherzen. Ja. Na gut, da können wir das ja... Ich fand auch super, dass Oliver Robeck wie so ein Flummi über die Bühne ist. Ich habe damit kein Problem. Ja, ich bin eher so, die wissen ja, ich bin auch der authentische Podcaster. Ja, der. So, wenn wir jetzt kurz langsam, glaube ich, hat ja jemand vor kurzem geschrieben, wir haben uns irgendwann nichts mehr zu sagen. Mhm. Und auch wenn wir reden, haben wir uns gerade nichts mehr zu sagen, weil jetzt nur noch Scheiße kommt. Aber eine Sache möchte ich gerne noch klären. Ich auch noch eine, so, aber erstmal deine. Als Spoiler, weil doch ist die Folge ja nicht draußen. Beim Dopingmixer. Ja. Kommt der eine Stelle vor, ich würde mal sagen, der aggressive Bob taucht auf. Ja, super. Wie fandst du die? Die war großartig, wirklich. Olli und ich sind zu wenig darauf eingegangen, finde ich, aber wir haben schon gesagt, dass wir das super finden, wie aggressiv er war und so. Ja, weil er sagt, auch irgendwie, weil Peter behauptet, der hat gedopt, ne? Und dann so, aha, jemand, der besser ist als wir, da muss ja was nicht stimmen. Ne? Ja, und dann sagt er irgendwie, ich gebe euch jetzt noch eine Minute Zeit, mich zu überzeugen. Und wenn das nicht klappt, dann seht ihr mich den Rest der Woche nie wieder. Aber wie krass er ausrastet. Ja, ein bisschen Tick zu viel eigentlich. Ja, ne? Finde ich aber gut. Okay. Hat mir gefallen. Und meine letzte Sache ist, Thomas, wir haben gestern nochmal beim Dopingmixer bekannt gegeben, dass wir einen Treffer auf dem Tempelhofer Feld machen. Ja, Freude. Und zwar, dass wir haben es nochmal explizit gesagt, dass es ein Buch als Gewinn gibt, wer uns da findet. Und es muss aber eine Geldmünze gebastelt werden. Mhm. Olli war begeistert, genauso wie du. Siehst du, Olli ist ja doch nicht so verschieden als ich. Ja. Wann denn eigentlich? Juni oder was? Ja, irgendwann jetzt im Sommer. Ja, okay. Also wie ich uns kenne, ach so, das muss man auch mal sagen. Ja. Pass auf. Die zwei, ich war gestern zu Gast, die haben ja eine Folge verlost. Ne? Ja. Bei uns muss man 150 € zahlen, wenn man sich eine Folge wünscht. Die haben zu Weihnachten eine Folge verlost und die hat einen Hörer gewonnen, der auch uns, ja, wir dürfen ja seinen Namen nennen, hallo Max, ne? Der uns auch schon sehr viel unterstützt hat, sowohl finanziell als auch mit Technik auch und so. Und der hat diese Folge gewonnen und hatte jetzt aber die Idee, dass noch ein Hörspiel dazu eingesprochen werden soll von uns, was dann bei der Folge die 2 eingespielt wird. Und die haben mich dann gestern so gesagt, irgendwie, weil der Thomas wusste das noch gar nicht. Das hat ihm der Max jetzt erst geschrieben und dann meinte er halt irgendwie, ja, was ist denn da los? Ich so, das ist nicht meine Schuld, es war nicht meine Idee. Ne? Da, weil das wieder so klingt wie irgendwie, ja, wir müssen jetzt egoistisch sein und was, die 2? Da muss es aber um die Zentrale gehen. Aber es hat sich halt der Max gewünscht und der hat ein Skript geschrieben. Und wir müssen jetzt einen Termin finden, weil der Thomas meinte, wenn es nach uns ginge, könnten wir die Folge jetzt schon aufnehmen. Oh. Ja, und ich habe gesagt, naja gut, bei uns ist es halt so, alles, was wir versprechen, kommt auch irgendwann. Es dauert halt nur manchmal ein bisschen. Ich sag nur Vampir im Internet. 2,5 Jahre hat der Hörer auf diese Folge gewartet. Na gut, ich würde sagen, vielleicht können wir das ja schon beim nächsten Treffen zu dritt aufnehmen. Ja. Jetzt ist die Frage, ich habe es nicht ganz verstanden, will er auch, dass wir Hintergrundgeräusche machen? Nee, das hat er das nicht sogar angeboten und dann hat Olli gesagt, das machen wir selber? Nee.
Also, weißt du, wie aufwendig sowas ist? Ja, nee, ich glaube, das ist dann wieder der Stolz, den da Olli packt. Dass er sagt, nee, wenn wir das schon machen, dann richtig. Also, aber wenn ich denke, dass Olli dann wieder mit Windows XP da anfängt zu basteln, dann dauert es, glaube ich, Max, also du hörst das ja hier, die zwei sind bereit, die können sofort die Folge aufnehmen, aber ich glaube... Nein, pass auf, wir machen Folgendes. Wir nehmen das beim nächsten Treffen auf, wenn wir zu dritt sind. Mhm. Das kriegen wir hin, wir sind ja sehr professionell. Ja, das, also das machen wir in 10 Minuten. Auch wenn das eine halbe Stunde geht, schaffen wir das in 10 Minuten. Vor allem, wenn wir keine Lust haben, geht es noch schneller. Ja. Nein, aber Max muss wahrscheinlich die Geräuschkulisse machen. Können wir uns darauf einigen? Du! Also Max kann nicht antworten jetzt gerade. Nee, Olli aber auch nicht. Weil ich bin der Meinung, Olli hat gesagt, das machen wir. Ja, so, wir das kennen ist, Olli. Das ist Chefsache. Wir kennen Olli. Ich sag nur 50, 60 Faxe. Ja, deswegen. Ja? Ja, und es war aber ein toller Abend. Wir machen wir. Benjamin, du weißt, man soll nicht schlecht über Leute reden, die sich nicht wehren können, wenn sie nicht anwesend sind. Ja. Deswegen 50, 60 Bier. voll das eingeklappte Schwein. Wirklich. Gut. Und dann schwitzt er es auch immer aus. Ja. Ich glaube, hier kommt nichts mehr Gehaltvolles heute. Ja. Reicht ja auch. Cool. Ich glaube, die Folge wird uns wieder mehr Follower kosten, als uns bringt. Zum Glück haben wir diese Sonderfolge aufgenommen. Ich habe mich gefreut. Ja. Aber war schön mit dir. Und ich glaube, wir müssen jetzt noch ein bisschen was braten. Ja, wir haben nicht mehr so viel Zeit, ja, Thomas. Tschüss. Tschüss. Macht's gut. Bis zur nächsten Folgenbesprechung. Hat Spaß gemacht. Freut euch auf den Dopingmixer. Noch größere Freude. Ohne Thomas, nur mit Baby und Olli. Das ist wirklich gut. Yeah, hab schon gesehen, Olli hat ja gestern noch irgendwas gefilmt, ne? Ja, hast du den nicht angeguckt? Doch, heute Morgen. Ja. War ein guter Gag, Baby. War ein guter Gag, oder? War wirklich gut. Ja, jetzt, ich habe eine Frage. Wie lang stand schon die Tür auf und wie lange hast du das gemacht? Weil er ist er hat bestimmt geklingelt und stand ja noch ewig unten im Treppenhaus. Also bestimmt 5 Minuten. Da habe ich nämlich gedacht, so, ach du Scheiße. Der macht das bestimmt schon ewig und der kommt nicht. Ja. Ich dachte ich auch so, deine Nachbarn, es gab ja schon auch denken, ich bin ein völliger Geist. Gab es da nicht mal irgendwie so eine Unterschriftenpetition, der Kasper muss raus? Ja, aber das hatte andere Gründe. Also geht jetzt auf YouTube, ja, guckt euch da das letzte Video an, was hochgeladen wurde. Müsste jetzt also aktuell sein, vielleicht kommt die Folge heute noch, wenn nicht, ist mir auch, ja. Na gut. Und da seht ihr diesen Spitzengag, den Benjamin und Olli sich ausgedacht haben. Thomas, du weißt doch, die Leute wollen mal was Ungeschliffenes. Du machst jetzt hier einfach einen Anfang ran, ein Ende, fertig. Ja, reicht ja auch nicht, oder? Ist auch egal, wenn es übersteuert ist oder weiß ich nicht. Das ist bei dieser kurzen Folge hier egal. Ist scheißegal. Ja. Alles egal. Weil neue Leute generieren wir eh nicht mehr und die, die uns so fleißig hören, sind eh verloren. Ja. Okay, vielleicht sollte ich das schneiden. Ach Quatsch. Okay. Tschüss. War schön mit euch. Ja. Also war schön mit dir, Benjamin, weil es war ja keiner bei. Ja. Dankeschön. Habt Anregungen, Lob oder Kritik? Dann meldet euch. Das geht zum Beispiel über Twitter an @zentrale_die oder @wasserrotz. Oder ihr meldet euch über Instagram bei die_zentrale oder Rotz und Wasser Podcast. Sprachnachrichten über WhatsApp gehen natürlich auch. Die schickt ihr an 0178 1345 227. Und wer sich das jetzt alles nicht merken konnte und immer noch keine Lust hat, zurückzuspulen, geht am besten einfach mal auf die Website rotzundwasser-podcast.de. Da findet ihr alle Folgen beider Podcasts und könnt auch dort ein paar Grüße hinterlassen. Die Folgen und vieles mehr findet ihr aber natürlich auch auf YouTube im Channel Rotz und Wasser. Das war aber noch gar nicht alles. Wer Thomas, Benjamin und Olli nämlich gern unterstützen würde, damit die drei uns auch weiterhin so wunderbar unterhalten können, der oder die schaut gerne mal auf patreon.com vorbei. Sucht einfach nach Rotz und Wasser. Jede Spende hilft und auf die Spender wartet exklusives Fan- und Bonusmaterial. Also, es lohnt sich. Eine Rotz und Wasser Produktion.